herzlich willkommen hier bei Destroy All Humans. Schauen wir mal, ob es ein Let's Play wird oder ein Angespielt bleibt. So, jetzt schauen wir mal, ob das Spiel wirklich einmal so toll ist. Alle sagen es, alle sprechen davon. Ich werde mir es jetzt mal genauer ansehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht gespoilert. Wir werden sehen, es soll recht lustig sein und viel schwarzen Humor haben. Menschen des Planeten Erde, Achtung, auch wenn diese Aufzeichnung modernisiert wurde, sind die Inhalte und die historischen Daten zu ursprünglichen, was, furonischen, hallo? Mann. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt. Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Fünf! Systeme bereit, General! 4! Komm schon, Baby! Zeig uns, was du drauf hast! 3! Was zur Hölle? 2! Was zum Henker ist denn das? 1! Nein! Stopp! Okay. Stopp den Countdown! Was? Also, ich glaube, ich spiele den Außerirdischen, oder? Da bin ich fies. Au, was hat sie denn wie getan? Nett. Inkompetenter Narr, ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das, aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss. Verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Hat einen französischen Akzent.
Und derweil ist er selbst schuld. Okay. Mission start. Schauen wir mal. Also Humor ist nicht gerade schlecht. Das schöne Hackstückchen. Eine Farm ist typisch. Man landet als Außerirdischer auf einer Farm. Ich hasse Raumschiffe mit so Spinnenbeinen. Wie sanft. Und genau in Scheiße. Jawohl. Ist das geil. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Nein, diese eitertragenden Wiederkäuer werden dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Alter Schwede, die bestehen, unsere Kühe bestehen nur aus Nippeln. Oh, und Krypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Schau mal. Identifiziere die beherrschende Lebensform der Erde. Erreiche die Kuhweide. Okay, dann müssen wir das mal machen. Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihren armseligen kleinen Gehirn heraus. Identifiziere die beherrschende Lebensform der Erde. Verwende den Cortex-Scan, um die Gedanken der Kühe zu lesen. Wollen uns hinter das Licht führen. Es ist so genial. Die essen mit dem Mund? Damit ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Achtung, Achtung, Erdlinge! Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Halt die Klappe. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte oder du wirst vaporisiert. Genau. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Woher weiß er, dass Kühe mehr Mägen haben? Die unglaubliche Macht der Psychokinese, Krypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. So. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Okay. Habe ich die Kuh jetzt getötet? Ich wollte keine Kuh töten.
Oh. Habe ich jetzt eine Kuh getötet? Ich habe eine Kuh getötet. Kümmere dich um diese Erdkreaturen. Verwende Psychokinese, um die Kühe zu töten. Alter. Ertränke eine Kuh im See. Wo ist der See? Okay, warte mal, komm her da. Hopp, war die falsche. Nichts. Verflucht sind diese Kreaturen. Ertränke eine Kuh im See. Oh. Ey, warte mal! Ernsthaft? Bull from the Lake. Fishboy. Ja, toll. Muss ich da jetzt mal von vorne anfangen? Wir Fronen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und übersiehe die Luft. Ich habe eine Kuh ertränkt. Mach diese Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Hervorragend! Oh. Okay, und ich habe meine Schilde kaputt gemacht. Das ist ganz geil. Einmal, juhu! Bitte schauen! Verflucht sein diese Kreaturen. Hopp! Okay, kriege ich so auch vielleicht hin, denn. Ups! Arme Kühe, irgendwie sind sie mir leid. Hopp. Gute Arbeit, Crypto! Ah! Auch ertränkt. Hm, Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, was? Das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Oh, ist der hässlich, oder? Er das ist so hässlich. Fall für den Zap-O-Matik aus. Grill den Farmer! Extrahiere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Hä? Ist der überhaupt, hat der überhaupt was? Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen, den es sammeln. Okay. Ja, mal schauen, ob ich mir das merke. Her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Oh, oh. Die Grünen haben es schön gemacht. Au, ist das laut. Bin nicht grün. Nein, nicht grün. Okay, solange Schilde über Energie verfügen, schützen sie dich vor Schaden. Wenn das Schild nicht vollgeladen ist, zeigt dir ein Balken aktuellen Stand an. Ist okay? Wenn du getroffen wirst oder Wasser berührst, verlierst du Schildenergie. Einige Effekte erzeugen mehr Schaden als andere. Wenn er keinen neuen Schaden erleidet, wird sich das Schild nach ein paar Sekunden wieder aufladen. Wird rot, wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht. Ein einzelner Treffer könnte dich tödlich sein. Na toll. Weiche Schüssen oder aus oder zieh dich im Kampf zurück. Schild, bis das Schild sich wieder auflädt. Okay, Hirnstämme setzt herunter. Verfügt über einen eigenen Schild. Und um ihn zu laden, musst du die Energienutzung des Schiffes auf die Menschen oder Fahrzeuge anwenden. Schilder des Schiffes laden sich nicht eigenständig wieder auf. Okay, das müssen wir dann schauen. Okay, hätten wir vielleicht... Ja. Okay. Sei gnadenlos! Lass keinen am Leben! Lalalala. Wie hat das immer geheißen? Na komm, komm. Hervorragende Arbeit, Crypto. Und. Noch einer da? Noch einer da? Töte Erntehelfer. Wir werden die Tropfen da extrahieren. Hopp. Wir brauchen das. Ich weiß, wir brauchen das. Na? Wasser darf ich nicht, hat's geheißen. Ein außerirdisches Wasserscheu, weißt du? Leider Mistkerl. Gute Arbeit, Crypto. Hey, ey! Mann! Ui, jetzt kommt die Polente. Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen.
Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen. Was ist das? Was? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone. Krypto. Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wow. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Krypto! Jetzt muss ich Polente töten. Warte mal, kann man das? Ah, das ist gut. Ich möchte aber das Jetpack. Das hat. Okay. Jetpack, schauen wir mal. Die Standardausrüstung und ein eines jeden furonischen Klons nutzt mit seinen Lichter als Luft. Was? Luft? Eukaryotischen Energiezellen. Also, wem fällt denn das ein, bitte? Okay. Um Jetpack zu betreiben. Diese aufladbaren Energiezellen arbeiten jedoch nur eine begrenzte Zeit, bevor sie sich zum Schutz vor Überhitzung ausschalten. Okay, das heißt immer nur kurz. Das heißt wieder warten. Ah, Jetpack. Okay, da ist passt. Das machen wir schon, machen wir schon, machen wir schon. Hopp. Ja, und Pause? Ah, deswegen. Aha. Warte mal, könnte ich mit dem nicht. Ah, falsche. Okay, das mit dem Zielen habe ich noch nicht ganz so heraus. Hm? Sag was, wer immer du auch bist. Hm, mal schauen, wie wir den Heilballen haben. Riesige, haarlose Du willst dich mit mir anlegen? Oh. Ja, nein, will ich eigentlich nicht. Entschuldigung. Mein Radar zeigt mir Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff. Schwing dich in dein Raumschiff. Hörte die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens? Im Ernst? Wie soll ich... Ein Hühnchen? Warte mal, mit Hilfe eines. Schau mir ja nicht unter den Rock! Ja, wie. Ein Hühnchen? Warte mal, wo, da war irgendwo ein Hühnchen. Wo ist das Hühnchen? Warte mal, nein! Bist du schon tot? Ich habe gar nichts gemacht! Oh, jetzt schon? Hallo? Ups! Ja, habe ich das nicht erfüllt? Auch recht. Was soll ich machen? Ich habe kein Hühnchen gefunden. Was gibt's noch? Nein, Kuhscheiße. Hühnchen ist weg. Na gut. Kann ich da auch was machen? Okay, das mache ich dann mit dem Schiff wahrscheinlich. Werden wir gleich feststellen. Betreten! Aha, ihr halten. Dreh eine Runde in deinem Raumschiff, Krypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los!